Diplom-Ingenieur Martin Höbert, Leiter der Abteilung Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Energie in der Landwirtschaftskammer Österreich. Ebenso sind Sie seit 2005 Obmann von PEFC Austria. Was sind die Aufgaben von PEFC und die daraus resultierenden Vorteile? Ja, was heißt oder bedeutet PEFC? Das ist eine englische Abkürzung und im vollen Wortlaut heißt es Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes. Übersetzt, es ist ein Programm für die Anerkennung von Wald- und Holzzertifizierungssystemen. Warum ist es Englisch? Weil diese Organisation weltweit aufgestellt ist. Und das ist auch das Tolle und Interessante daran, man kann den Wald ja nicht als einheitlich sehen auf der ganzen Welt, sondern die Trockenwälder sind was anderes als die Wälder in Skandinavien und die sind wieder anders als die Wälder im Süden Europas, in Italien oder Griechenland, beziehungsweise unsere Wälder im Gebirge. Und daher braucht es Kriterien, die anwendbar sind für all diese Wälder und die Möglichkeit, es individuell so zu gestalten, dass man diese Besonderheiten auch berücksichtigt. Und daher ist PEFC die Organisation, die dann nationale Wald- und Holzzertifizierungssysteme anerkennt. Sprich, da wird geprüft, ob die Kriterien, die weltweit gleich sind, aber individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Landes umgesetzt werden, auch eingehalten sind. Und das garantiert dem Konsumenten, wenn er Holzprodukte kauft, dass er tatsächlich und wirklich ein Produkt kauft, in dem Holz verarbeitet ist, das aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt. Ich möchte den Begriff Nachhaltigkeit jetzt nicht groß und breit und akademisch erklären, sondern nur mit dem Begriff Enkeltauglichkeit versehen. Das heißt, den Wald so zu bewirtschaften, dass auch unsere Nachkommen, unsere Enkel noch davon leben können, ihn ebenfalls nutzen können, wie wir ihn nutzen und hier diese Langfristigkeit im Sinne eines Generationenvertrages auch gesichert und gewährleistet ist. Der Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft wird jährlich an 10 vorbildliche Waldbauern österreichweit vergeben. Sie vertreten in der Jury die Landwirtschaftskammer Österreich. Welches sind die Auszeichnungskriterien? Zuerst darf ich feststellen, dass ich sehr glücklich bin, dass das Ministerium diesen Preis vergibt, weil die ausgezeichneten Preisträger für die Waldbewirtschaftung in Österreich stehen. Also seit 1994 wird dieser Preis vergeben und es wurden mittlerweile 174 Preisträger ausgezeichnet. Diese 174 stehen aber letztendlich für die 145.000 Waldbesitzer, die wir in Österreich haben. Alles Familienforstbetriebe, die nachhaltig wirtschaften. Und was sind nun die Kriterien? Wichtig ist, dass die Waldbewirtschaftung enkeltauglich erfolgt. Unter Berücksichtigung der ökologischer Kriterien, dass man eben Rücksicht nimmt auf zum Beispiel selteneres Auerwild oder Birkwild in seinem Betrieb, dass man hier Maßnahmen setzt, damit das weiter Fortgedeihen dieser Wildart möglich ist oder dass man Biotope schützt oder besonders pflegt. Das ist der eine Bereich. Der nächste Bereich ist der ökonomische Bereich, dass man wirklich versucht, das Potenzial, das man in seinem Wald auch hat, zu nutzen, dass man das Holz nicht verfaulen lässt, dass man einen Waldwirtschaftsplan, einen Managementplan nutzt, erstellen lässt und nutzt und hier die Potenziale, die man oft vom Gefühl her gar nicht so kennt, die man wirklich hat, auch tatsächlich ausschöpfen kann. Und natürlich auch im sozialen Bereich. Engagement für den Wald, Engagement in der Gemeinschaft. Es gibt sehr viele ausgezeichnete Betriebe und Einzelpreisträger, die sich in der Gemeinde, im Ort engagieren für Hackschnitzel,
Heizungsanlagen, größere, die gebaut werden und in vielen anderen Bereichen. Ja, das ist so im Wesentlichen ein grober Umriss. Natürlich sind die Kriterien sehr, sehr umfangreich und auch ins Detail gehend. Aber das würde jetzt in einem kurzen Interview viel zu weit viel sein. Aber das Ziel dieser Aktion, glaube ich, kann man schon noch sagen. Das Ziel dieser Aktion ist, dass man dieser besonderen Generationen oder seit Generationen praktizierten Waldbewirtschaftung in Österreich, die eine ist, die sich weltweit sehen lassen kann, auch ein Gesicht verleiht. Und die Preisträger sind diese Gesichter. Ja? Sie repräsentieren die Art und Weise einer interessanten, progressiven, nachhaltigen Waldwirtschaft in Österreich. Vielen Dank. Gerne.